So, hallo. Es geht weiter mit dem Bungo-Kurs, mit dem klassisch-japanisch-Grammatik-Kurs. Ich habe ja angekündigt, dass ich jetzt subordinierende Partikel machen wollte. Also Partikel, Jussi, die man benutzt, um subordinierte Nebensätze zu bilden. Und es gibt zwei Stück, die wir auf jeden Fall brauchen, die wichtig sind und die ich auch vorstellen möchte. Mit den subordinierenden Partikeln ist es allerdings so, dass die jeweils auch sehr viele Bedeutungen haben können. Ich will euch aber nur die grundlegendsten und wichtigsten vorstellen. Also für die erste Partikel, Partikel O, eine Bedeutung, nämlich konzessiv. Und dann will ich euch noch die Partikel NI vorstellen. Heute aber erstmal Partikel O. Und zwar in einem Gedicht, einem Herbstgedicht aus dem Kokinwakasu von Fujiwara no Mochiyuki. Das ist Gedicht Nummer 257. Ich lese es mal vor. Shiratsuyu no iro wa hitotsu o. Ika ni shite aki no ki no ha o chiji ni somuramu. So. Traditionelles Waka mit 31 Silben, 5, 7, 5, 7, 7. Ich habe es auch schon unterteilt, habe jeweils die Kringel hinter die einzelnen Abschnitte gemacht, damit es schon mal vorstrukturiert ist. Das O, um das es geht, ist dieses O. Wir haben hier noch ein zweites. Es ist aber das zur Markierung des direkten Objektes. Gut, O wird konzessiv verwendet. Das nennt sich Gyakusetsu im Japanischen und wird normalerweise an die Rentaike von Verben angeschlossen. Hier steht aber kein Verb davor, sondern Hitotsu. Da haben wir scheinbar eine Ellipse, weil nämlich Hitotsu, obwohl es auf zu endet, kein Verb ist, kein Doshi, sondern halt das Zahlwort 1 einfach. Dazwischen wird dann wahrscheinlich Naru stehen, gehe ich mal von aus. Es wurde hier aber einfach weggelassen. Gut, dieses O wird übersetzt mit obwohl. Obwohl, und jetzt, worum geht's überhaupt? Shiratsuyu no iro wa. Obwohl die Farbe des Taus, des Morgentaus, Hitotsu, nur eine, und dann Klammer auf, ist, Klammer zu. Ika ni shite, auf welche Art und Weise, wie, Aki no ki no ha o, wen oder was? Die Blätter, das Laub der Bäume des Herbstes. Wir würden dann sagen im Herbst. Also wen oder was, weil wir hier die Partikel O zur Markierung des direkten Subjekts haben. Chiji ni, das ist ein Adverb. Chiji ni heißt bunt, vielfältig, mannigfaltig, verschiedenartig. Somu heißt färben und dann ramu ist ein modales Verbalsuffix, das wir schon mal kennengelernt haben, wird an die Susike von Verben angeschlossen. Somu ist die Susike und ramu ist ja ein Verbalsuffix der Vermutung und Ramu hat so, ja, unterschwellig mit die Implikation, dass man über etwas eine Vermutung anstellt, das außerhalb des Wahrnehmungsbereiches des Aussprechenden oder des Vermutenden liegt. Und es passt ja hier auch ganz gut, denn es ist ja auch eine Frage, der Tau, der nur eine Farbe hat, oder obwohl der Tau nur eine Farbe hat, wie vermag er da das Laub der Bäume im Herbst so mannigfaltig zu verfärben? Das kann man sich nicht nachvollziehen. Kann man nicht nachvollziehen, wie das vonstatten gehen könnte, wie er das wohl macht, der Tau. Und deswegen liegt das ja außerhalb des eigenen Wahrnehmungsbereichs irgendwie oder des eigenen Verständnisbereichs. Genau, das wäre das Gedicht 257 mit dem Jussi, mit der Partikel O, zur Bildung von konzessiven Nebensätzen. Also, obwohl die Farbe des Taus nur eine ist, wie vermag er da, das Laub der Bäume im Herbst
wohl so mannigfaltig zu verfärben? Das wär's und dann komme ich als nächstes zur nächsten Partikel.